Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie unter Windows 8 Aero aktivieren. Unter Windows 7 war es schon von Standard aus aktiviert. Unter Windows 8 müssen Sie das mit einem kleinen Trick machen, damit Sie dann, wie zum Beispiel hier, diese Ansicht bekommen. So, also wenn Sie drüber fahren, dass Sie es dann minimiert sehen. So, dazu gehen wir auf Start, dann auf Computer, dann lokaler Datenträger C, in meinem Fall ist es hier C. So, und dann gehen wir auf Windows. So, und nun tippen wir hier ein Windows. So, da ist ja schon vorgegeben. Anytime Upgrade Results Exe. So, es dauert ein bisschen, bis er das findet. So. So, dadurch, dass Windows System 32 riesige Mengen an Dateien hat, dauert das ein wenig. So, und da haben wir schon. Das Ganze müssen wir jetzt nur noch doppelklicken, dann bekommen wir eine Meldung. So, dauert noch ein bisschen, er arbeitet noch. Auf jeden Fall tippen Sie die Datei mit .exe am Schluss und nicht die .exe.mui. So, probieren wir es nochmal, wir tippen das doppelt. Da öffnet sich ein Fenster. Von mir geht es im Moment nicht. So, jetzt haben wir es. Das war schon alles. Der PC kann jetzt verwendet werden. Und schon, sobald wir das schließen, haben wir jetzt die Vorschau hier im Fenster oder hier im Fenster. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power Team.